Hallo, mein Name ist Lisa Maria Potthoff und das ist Hingehört. Hallo Lisa, sag mal, wie ist dein Verhältnis zum Oktoberfest? Unser Verhältnis ist gut, ist solide. Unser Verhältnis gibt es seit meiner frühen Kindheit. Ich habe meine Jugend auf dem Oktoberfest verbracht. Wir sind ein Liebespaar auf Trennung, weil ich seit 10 Jahren nicht mehr auf der Wiesn war, wie wir Münchner sagen. Und würde gerne mal meinen Kindern die Wiesn zeigen. Finde es traurig, dass die beiden das Oktoberfest noch nicht kennen. Ich stelle allerdings auch fest, dass wenn ich auf der Wiesn bin, ich nach 5 Minuten auch gerne mal rasend genervt bin. Und was ist deine peinlichste Oktoberfestgeschichte? Also die peinlichsten Oktoberfestgeschichten muss man für sich behalten, weil Oktoberfestgeschichten, die peinlich sind, sind wirklich peinlich. Und ich kann hier keine Menschen bloßstellen. Ich kann eine Geschichte vielleicht, es gibt so viel. Das Oktoberfest ist wirklich, ist wahrscheinlich wie der Karneval in Köln. Da sammelt man wirklich die tollsten Anekdoten. Ein Freund von mir hat mal, kam mal mit einer vollen Masse und sagte, ich habe gerade mit einer total gut aussehenden jungen Frau angestoßen und dann hat sie mir den Maskrug gegen die Zähne gerammt und zeigte, hatte nur noch so zwei so Stumpen vorne, keine Schneidezähne mehr drin. Das waren irgendwelche Jacketkronen, die runtergebrochen sind. Man feiert aber trotzdem weiter, auch wenn man keine Schneidezähne hat. Wie gesagt, das war die wilde Jugend. Wie kommt es, dass du als Berlinerin immer wieder bayerische Rollen spielst? Weil ich in Bayern groß geworden bin. Und also vermute ich, dass es daran liegt. Ich bin mit, glaube ich, ungefähr 1,5 Jahren nach Bayern gezogen, beziehungsweise meine Eltern haben mich mitgenommen. Und dann bin ich in einem Dorf südöstlich von München groß geworden und erst mit ungefähr 21 wieder zurück nach Berlin gezogen, in die Stadt, in der ich geboren bin. Und deswegen ist das Bayerische mein Heimatdialekt. Und was ist für dich zu Hause, Berlin oder München? Mein Zuhause ist Berlin, meine Heimat ist schon München. Warum ist es wichtig, Figuren einen Dialekt zu schenken? Ich glaube, es ist nicht generell wichtig. Also wenn es nur Figuren mit Dialekt gäbe, wäre der Dialekt an sich wieder nicht das Besondere. Aber ich glaube schon, dass wenn man einigen Figuren Dialekt schenkt, im Spannungsfeld auch zum Hochdeutschen, gibt man den Figuren einen außerordentlichen, wunderbaren Charakter. Also faul gesagt, gebe ich meiner Figur die bayerische Mundart, muss ich gar nicht mehr viel machen. Es passiert was mit dem Menschen. Und das finde ich total schön. Also ich bin ganz dankbar, dass ich den bayerischen Dialekt zur Verfügung habe als Mittel, es meiner Figur zu schenken. Genauso wie eine gewisse Körperlichkeit oder so. Es macht was mit auch mit der Physis und mit der Psychologie von Menschen. Ich finde das toll. Was ist das Besondere an der Geschichte von Petra Grill? Und gern auch auf Bayerisch. Nein, ich antworte jetzt auf Hochdeutsch. So, was ist das Besondere? Also ich muss sagen, was mich echt beeindruckt hat, ist, dass, das hat man glaube ich nicht so oft, dass man ein Buch liest in Vorbereitung eben auf einen Job. Das ist ja nicht so, ich lese im Bett abends einen Roman und lasse mich emotional einfach mitnehmen, lege das Buch irgendwann beiseite und gehe dann schlafen, sondern ich habe dieses Buch ja sehr akribisch durchgearbeitet und ich habe teilweise Rotz und Wasser geheult. Also ich war extrem berührt, wie sie Situationen schildert, wie sie das Schicksal von Colina schildert, aber auch das Schicksal der jüngeren Clara. Ich finde es interessant, das Oktoberfest einmal historisch beleuchtet zu sehen. Ich finde es eine emotionale, herzerwärmende Geschichte. Ich finde es teilweise sehr komisch, die Figuren der beiden Kommissare, wie die zueinander stehen. Ich war extrem angefasst in positivster Art und Weise und habe mich sehr gefreut und geehrt gefühlt, dass ich die Stimme sein darf, die diese Geschichte erhörbar macht.
das hat mich sehr gefreut und freut mich nach wie vor. Danke, Lisa. Bitte, das war's? Das war's. Na gut.